Zum Gerant. Ich habe mich gemeldet, Roger Schawinski in Como. Ich habe eine Live-Berichterstattung gemacht. Und mitten kommt der Gerant und sagt, raus mit euch. Wir sind Piraten, wir haben nicht zum Establishment gehört. Konsternation beim Team von Radio 24. Bern schießt sich auf eine neue Strategie ein. Nun soll nicht mehr die Verletzung des internationalen Fernmeldevertrags Grund für die Aktion gegen Radio 24 sein. Bern behauptet plötzlich, Radio 24 störe mit seiner Linkverbindung zwischen Studio und dem Pizzo Gruppera den Schweizer Zollfunk. DDRS-Tagesschau reist nach Como und ein äußerlich ruhig wirkender Roger Schawinski redet Klartext. Sie haben nicht beschlossen, Radio 24 zu schliessen, sondern sie haben unseren Rekurs gegen die Schliessung abgewiesen. Der eigentliche Prozess wird erst in einem Jahr oder zwei stattfinden. Und klar, in der Zwischenzeit die Situation für uns sehr schwer. Wir werden geschlossen werden. Wir sind überzeugt, dass dann, wenn der Prozess wird stattfinden, dass wir gewinnen werden. Ob uns dann das noch etwas helfen wird, wird sich erst später weisen. Wir können aber beweisen, aufgrund der Dokumente, von den Verhandlungen und der Telex, die zwischen der Schweiz und Italien wegen Radio 24 austauscht worden sind, dass das Resultat ist von ganz starkem Druck, sogar von einem Kuhhandel zwischen der Schweiz und Italien zulasten von Radio 24. Wir haben ja gewusst, dass die Carabinieri irgendwann einmal raufkommen werden. Und darum haben wir uns entschlossen, jemanden raufzuschicken, quasi als Stallwache. Und das bin ich. 10 Tage lang war ich insgesamt auf dem Gruppera oben. Tief verschneit war es, eiskalt. Dann ist der Tag X gekommen. Wir haben natürlich über das Radio alles mitbekommen, was passiert. Irgendwann einmal hat man den Christian Heb, der unten im Tal war, gehört, sagen, Achtung, sie kommen, sie kommen. Ich bin auf den Berg rauf. Dann sind die Leute, die uns haben unterstützen wollten. Und dann habe ich gedacht, Achtung. Das waren vorigen Familien, Mieter mit kleinen Kindern in dieser Kaverne, in dieser Höhle. Und das hat mir Sorgen gemacht. Ich bin dann wieder runter mit der Bahn. Unterdessen haben wir versucht, den Unfall im einzigen Tunnel, ein ganz enges Tunnel, nicht wirklich zu inszenieren. Wir haben es einfach nachgestellt, in der Hoffnung, dass die Polizei dann wieder umkehrt. Aber die Polizisten sind nicht mit einem normalen Polizeiauto gekommen, die sind mit Lastwagen gekommen. Und die sind dann vorgefahren bei dieser Bergbahn, da bin ich gesehen. Und dann sind die rausgekommen mit kugelsicheren Westen, mit Maschinenpistolen, mit Schlagstück, mit Helm. Und dort habe ich dann noch, und das haben wir schon insgesamt lange übel genommen, auf den Berg raufgefunkt und hat gesagt, fertig, es gibt keinen wirklichen Widerstand, das ist nicht zu verantworten, das hat eine Katastrophe gegeben. 4 Minuten vor 11 am 20. November, im Moment also Polizisten auf dem Pizzo Gruppera und 300 Leute von Radio 24. Wir wissen nicht, was im Moment verhandelt wird und wie viele Mal haben wir es gespielt, in welchen Situationen. Und jetzt können wir es vielleicht noch mehr brauchen als je vorher. Die Carabinieri haben sich dann einen Weg gebahnt durch die Leute durch und es ist tatsächlich friedlich geblieben. Natürlich, die Leute haben gepfiffen und gejohlt. Die Tür ist aufgegangen, die Carabinieri sind reingegangen und der Chef von denen, der zivil angezogen war, der hat dann irgendeine grosse Zange genommen und hat das Hauptkabel durchgehabt. Man hat den Roger vorher gehört reden und plötzlich hat es gemacht, mitten im Wort, zack. Nachdem die zweite Schließung des Senders eine Tatsache ist, will Roger Schawinski die Öffentlichkeit informieren. Aber keine Zeitungsredaktion zeigt Interesse. Er muss Inserate aufgeben, um die Fakten doch noch präsentieren zu können. Ein paar Wochen später setzt Italien zum nächsten Spagat an. Der Studiogast, der jetzt vis-à-vis von mir sitzt, ist gerade vor 2 Minuten strahlend, freudestrahlend reingekommen. Roger Schawinski, man hat gehört in den Nachrichten, Radio 24 darf wieder senden. Stimmt das und ab wann? Das stimmt. Heute hat das oberste italienische Verwaltungsgericht, der Consiglio di Stato, wo wir ja appelliert haben gegen das Urteil von Mailand, entschieden. Und entschieden, für uns Radio 24 ist legal, das hat jetzt das oberste Gericht gesagt. Und wir werden so schnell wie möglich unsere Sendungen wieder aufnehmen. Natürlich braucht es da gewisse technische Vorbereitungen. Aber wir hoffen noch im Verlauf von dieser Woche, mindestens mal mit dem ersten Programm können anfangen und vielleicht ab Montag dann mit dem normalen Programm. Alle Mitarbeiter sind da, grössere Schäden an den Anlagen gibt es nicht. Also im Prinzip kein Hinderungsgrund, wir könnten loslassen, 24 Stunden am Tag.
Ja, und da wären wir wieder nach ca. 1250 Stunden staatlich verordnete Zwangsferien. Radio 24 ist wieder im Äther. Mit einer Sendung noch vom Pizzo Copera selber, also noch nicht aus unserem Sendestudio in Como. Am Mikrofon der Roger Schawinski und der Christian Heb. Der Blitz legt ein großes Problem frei. Die Leistung des Senders ist auf Dauer ungenügend. Und es gibt nur eine erfolgversprechende Lösung: die Installation eines Sendeverstärkers. Das illegale Teil wird auf dem Höronen gebaut, durch einen gewissen Willi, der auch heute noch anonym bleiben will. Künstliches Licht haben wir leider nicht können brauchen und dazu haben wir also das Vollmondlicht gebraucht, um unsere 200-300 kW im Wald innen zu verteilen und dann auf die Bäume aufzuziehen. Wir haben auf zwei schweizerischen Mittellandtannen einerseits eine Empfangsumsetzeranlage installiert und auf einer zweiten Tanne den Sendeumsetzer. Und beim Sendeumsetzer war es derart schwierig und kompliziert gewesen, dass wir beispielsweise als erstes einen Aufzug installieren mussten, damit wir bis zu 50 Kilo Akku und so weiter aufziehen konnten. Und auf einer Höhe von rund 35 bis 40 Meter ist die ganze Anlage erstellt worden und schrittweise in den nachfolgenden Tagen in Betrieb gegangen. Die Qualitätssteigerung ist eklatant. Man kann Radio 24 nun im ganzen Schweizer Mittelland hören. Das fällt zwar auch der PTT auf, doch weil der Standort des Sendeverstärkers auf der direkten Linie zwischen Zürich und dem Gruppera liegt, dauert es ein halbes Jahr, bis ihn die PTT durch Zufall entdeckt. Radio 24, 3 Minuten ab 9 Uhr, zweite Multipackstunde am Mikrofon, der Röbi Koller. Ich habe Ende 1981 beim Radio 24 arbeiten. Die ersten Ansagen, das haben wir gehört, die waren eher aus heutiger Sicht eine Lachnummer. Der Roger hat auch prompt angerufen, nach der ersten Live-Ansage, und hat gesagt, sind wir an einer Beerdigung? Und ich ziemlich verschrocken, aber nichts anmerken, weitergemacht. Es sind später zum Glück auch andere Rückmeldungen von ihm gekommen. Nach den ersten Tagen, ich glaube eine Woche, zwei oder vielleicht einen Monat, nachdem ich dort angefangen habe, ist eine dramatische Situation passiert. Wir haben ein Telefon bekommen und es hat so ausgesehen, wie wenn unser Sender wieder mal geschlossen würde. Ich war gerade auf Sendung, aber Jürg Hofer ist dann gekommen und hat übernommen. Das hat damals so getönt. Radio 24 unterbricht hier das Programm. Wir sind soeben telefonisch in Kenntnis gesetzt worden, dass auf dem Pizzo Gruppera offensichtlich auf der Seilbahn Carabinieri im Begriff sind, unsere Sendestation in irgendwelcher Art anzugehen. Ja, das tönt sehr dramatisch und so dramatisch war es eben auch gewesen. Unser Credo war immer gewesen, sofort die Hörer informieren und auch wenn man noch schnaufen muss, das war eben unser Verständnis von live gewesen. Und nachher haben wir in wenigen Minuten den Roger verwünscht. Er war an einer Tagung in Zürich. Er hat telefonisch Stellung genommen zu diesem Vorfall. Und es ist ihm prompt mit seinem Satz schon abgestellt worden. Der Sender war tot. Und wir waren nachher dort im Studio. Und dort haben wir uns dann wirklich gefühlt wie an einer Beerdigung. Das ist die schockierende Meldung, die ich vor knappen Minuten bekommen habe, dass unser Sender in wenigen Minuten abgestellt wird, dass es wieder ein Rauschen gibt. Vielleicht ist das letzte